So, jetzt geht es bei uns rund um das Thema Reifenwechsel. Naja, da sollte man jetzt schon so langsam dran denken. Man sagt ja immer von O bis O, also von Ostern bis Oktober. Jetzt haben wir September, das heißt, in ein paar Wochen steht der Reifenwechsel bevor und das ist auch wichtig. So, jetzt müssen Sie nicht in die nächste Werkstatt fahren, sich einen Termin holen und viel Geld dafür zahlen. Nein, das machen Sie selbst und das ist so einfach, das würde sogar ich hinbekommen, oder Ralf? Ja, also mit diesen Wagenhebern ist das Räderwechsel und davon sprechen wir jetzt. Also wir sagen umgangssprachlich Reifenwechsel, aber ich reagiere da jetzt auf eine Zuschrift, die wir bekommen haben. Wir wechseln natürlich keine Reifen, wir wechseln die Kompletträder. Gut, ja? Dann wechseln aber wir die Räder. Aber wenn uns jetzt mal, möchte ich gleich sagen, wenn wir jetzt mal aus Versehen Reifenwechsel sagen, wissen Sie, was gemeint ist. Wir haben zwei wunderbare Wagenheber für heute, für Sie in der Sendung, die es wirklich unglaublich leicht machen. Ich erinnere mich noch an mein erstes Auto. Da war so ein, ich sage immer Blechwagenheber, der war wahrscheinlich nicht aus Blech, aber der hatte so einen kleinen Standfuß und so eine Handkurbel und hast du da rein und wenn du da einmal kurbeln musstest, also das ganze Auto hat gewackelt, man hatte selbst als Mann richtig, ich sage jetzt mal Muffensausen, dass da irgendwas passiert. Jetzt können wir das einfacher machen. Einmal elektrisch, einmal hydraulisch. Und mit dem hydraulischen werden wir hier anfangen. Natürlich beide, Sie sehen es, leicht zu transportieren in einem Koffer und den jetzt auspacken. Und dieser hydraulische ist eigentlich unglaublich einfach. Wir haben hier einen Teleskopstab, also zwei Rohre, die wir reinmachen. Und jetzt können wir wunderbar pumpen hier ohne großen Kraftaufwand. Und das bei einer Tragekraft bis zu 6 Tonnen. Und das ist eben mal unglaublich viel. Was wir gleich hier sehen werden, ist natürlich auch der wirklich stabile Standfuß, der also hier ganz, ganz stabil steht. Das Einzige, auf was Sie noch achten müssen, ist natürlich, wo ist der Ansatzpunkt bei meinem Auto? Und dann drehe ich einfach die Röhre um, wenn ich ihn wieder ablasse, lüfte praktisch wieder, lasse den Hydraulikdruck ab und damit fährt er wieder runter. Bis zu 38 cm Höhe hier, also überhaupt kein Problem, die Räder zu wechseln dann und das eben nochmal ohne Kraftaufwand. Und jetzt auch mal so einen richtig schweren SUV. Jetzt müssen wir wissen, bei starken 6 Tonnen Hubkraft darf das Fahrzeug sogar noch wesentlich mehr wiegen, weil du setzt ja nicht unterm Fahrzeug an und hebst das ganze Fahrzeug in die Höhe, sondern eben nur auf einer Seite und zwar auch nur die Hälfte. Also ich würde sagen, das Auto könnte ruhig 10 oder 12 Tonnen haben, kann ich also auch bei Kombis anwenden, wenn die Hubhöhe von 38 cm reicht. Und damit bin ich also bestens versorgt, ohne großen Kraftaufwand. Und jetzt hast du es vorhin gesagt, O bis O, Oktober bis Ostern, also bald ist es soweit, die Winterreifen müssen und das ist ja anders als vor ein paar Jahren noch. Da war es eine freiwillige Sache. Jetzt müssen wir Winterreifen bzw. Winterräder aufziehen. Und so kann ich das ganz bequem zu Hause machen. Wenn ich das in der Firma machen lasse, dann kostet mir das Räderwechsel schon wieder wesentlich mehr als unser Wagenheber hier. Sehen Sie, da lassen Sie die Luft ab. So einfach ist das. Und dann wieder ablassen. Und das Ganze, hier sehen Sie es nochmal schön, natürlich TÜV geprüft. 16,06 Euro ohne Termin. Ganz einfach von zu Hause. Viele lagern ihre Reifen, ihre Räder, ja eh zu Hause und da kann man das natürlich dann auch alleine machen. Ne? Also das haben wir ja gerade gesehen, wie einfach das auch geht und ich finde es auch wichtig, dass man einfach mal sieht, wie das funktioniert, dass man das auch ganz einfach zu Hause machen kann, dass man dafür nicht extra in die Werkstatt fahren muss und da sehen Sie nochmal das TÜV-Siegel, also auch hier natürlich für allerhöchsten Standard gesorgt. 16 Euro mit der NX5777 und der 569, Koffer gibt es natürlich auch noch mit dazu, damit das Ganze dann schön aufbewahrt werden kann. Was will man mehr? Ja, entweder, natürlich kannst du es im Kofferraum jederzeit mitnehmen. Auch, es gibt ja auch außerplanmäßige Räderwechsel. Ich rede jetzt mal von einer Reifenpanne. Und wenn Sie noch Bordwerkzeug drin haben, das haben die meisten Autos schon gar nicht mehr, dann weißt du, wie wackelig diese Wagenheber, die da immer drin waren, sind. Und dann ist es vonnöten, etwas Stabiles, etwas mit sehr, sehr starker Hubkraft zu kriegen. Und hier nochmal GS geprüft, also geprüfte Sicherheit, dieses Siegel und TÜV geprüft. Also was will man mehr? Da hat man absolute Sicherheit. Und wenn wir uns gleich nachher den Boden anschauen, also hier sehen Sie schon, wie stabil der steht. Ich habe früher von den kleinen
Zubehör gesprochen, das im Auto war, das hatte wirklich so, ach, ich sag jetzt mal, so Hand, nicht mal Handgröße, ja, der Aufsatz, und war oval, und da hast du immer das Gefühl gehabt, das wackelt wie ein Kuhschwanz. Hier haben wir erstmal einen stabilen Wagenheber, der wiegt allein 3,8 Kilo hier, und wir sehen hier diese Aufstellfläche, die ist wirklich groß und sehr, sehr stabil, und das ist für mich ganz, ganz wichtig, dass, wenn ich dann eben mal mein Auto in die Höhe hebe, dass es dann einen unglaublich stabilen Halt hat. Hier sehen wir übrigens auch nochmal TÜV und geprüfte Sicherheit, also die Sicherheitszertifikate für diesen Wagenheber. Und da muss ich sagen, 16,06 Euro, da kann man wieder mal überhaupt nichts falsch machen. Genau. Und bis 6 Tonnen Hubkraft, das ist eine enorme Leistung zu bedienen. Ich behaupte jetzt einfach mal kinderleicht. Absolut. Egal ob PKW, Van, Kleinbus oder natürlich auch ein Transporter, das ist hiermit möglich. Jetzt schon mal die Bestellnummer notieren. Wir haben nämlich noch ein zweites Modell für Sie, deswegen erst notieren. NX5777 und die 569. Und wie gesagt, das kann man dann immer selbst machen. Ja, haben Sie entweder zu Hause, im Keller, in der Garage oder direkt im Auto. Falls Sie mal eine Panne haben, dann können Sie den Reifen selber wechseln lassen. Dann müssen Sie nicht erst warten, bis jemand kommt. Das kann ja manchmal wirklich sehr lange dauern. Hier mache ich das ganz einfach selbst, ohne Termin, ohne großen Kraftaufwand natürlich. Das ist auch nochmal ganz wichtig. Sie brauchen hier nicht unnötig viel Kraft. Also falls Sie eine Frau sind und das gerne machen möchten, ist auch das kein Problem. Ja. Das war der hydraulische Wagenheber. Und jetzt haben wir noch einen elektrischen Wagenheber. Ja, also wer jetzt überhaupt nicht mehr Hand anlegen will, nicht mal diese leichte Punktbewegung, da haben wir den elektrischen. Der wird ganz einfach über die Auto Elektrik, also über die 12-Volt-Steckdose angetrieben bzw. dann in die Höhe gehoben. Und hier sehen wir natürlich ein ausreichend langes Kabel, sodass du von wirklich allen vier Seiten, und das könnte ja, ist ja der Fall, wenn du die Winterräder drauf machst oder die Sommerräder, kommst du überall an deine 12-Volt-Steckdose, ja. Zigarettenanzünder. Und jetzt heißt es einfach nur noch hier unter das Rad, also unter diese Achse, die du heben willst, drunter. Und hier sehen wir ganz, ganz einfaches Bedienungselement. Da sind nur zwei Pfeile drauf, hoch und runter. Ich glaube, auch das dürfte nicht erklärungsbedürftig sein. Was wir hier auch sehen, und deshalb lege ich ihn erstmal auf die Seite, ist natürlich auch hier wieder ganz, ganz intelligent gemacht, dieser stabile Standfuß. Du siehst, hier ist praktisch eine L-Form, also dadurch noch mehr Stabilität, auch wenn mal ein Untergrund nicht ganz eben ist oder nicht ganz so fest ist. Durch diese Größe und dieses L hast du natürlich eine enorme Stabilität. Nochmal beim Ansetzen, es gibt an jedem Rad, kurz hinter dem Rad, immer einen Ansatzpunkt, beziehungsweise bei den Hinterrädern natürlich kurz vor dem Rad, einen Ansatzpunkt, den bitte genau suchen. Wenn du woanders den Wagenheber ansetzt, könntest du dein Auto beschädigen. Das wollen wir alle nicht, aber nee, das ist klar gekennzeichnet. Dort, wo es verstärkt ist. Ja, und jetzt ist es wirklich kinderleicht. Ja. 12-Volt-Steckdose, reingesteckt, Wagenheber drunter, und dann kannst du nebenher Kaffee trinken, während du dein Auto in die Höhe hiefst. Und jetzt eben zum Wechsel natürlich von den Sommerrädern auf die Winterräder und natürlich dann auch wieder nach Ostern, wenn es dann wieder hoffentlich richtig schön warm wird, wieder zurück. Also es, weißt du, man ist im Kopf immer noch so ein bisschen beim Hochsommer, den wir eigentlich kalendarisch auch noch haben. Ja. Aber wir merken schon an den Witterungsbedingungen, es ist gar nicht mehr so weit bis Winter. Yep. Und schauen wir mal, was uns dieses Jahr im Winter erwartet. Aber egal wie der Winter wird, Winterreifen muss ich auf jeden Fall aufziehen. So, jetzt hebt er sich hier automatisch. Der senkt sich natürlich auch automatisch. Das ist auch ein großer Vorteil. Und jetzt sehen wir hier natürlich auch, dass das eine Frau macht. Ja, also wir haben hier bewusst natürlich eine Dame genommen, damit Sie auch wirklich sehen, wie einfach das ist. Jetzt schauen Sie mal. Der Wagen hebt sich automatisch. Man muss wirklich nicht viel machen. Das Einzige, eben diesen Punkt zu finden. Ja, aber guck mal hier, die guckt schon ganz gelangweilt. Mensch, was mache ich denn jetzt in der Zeit, so nach dem Motto, ne? 66,41 Euro, ein fantastischer Preis, wenn man bedenkt, dass die unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers hier bei knapp 130 Euro liegt. Die Bestellnummer NX5577 und die 569. Und hier haben wir eine Hubkraft von 750 Kilo. Jetzt auch nicht schauen, es gibt kein Auto, das, oder fast keins, das weniger als 750 Kilo hat. Aber ich hebe ja das Auto nur an einem Rad auf. Das heißt, hier das Leergewicht des Fahrzeugs darf bis zu 2 Tonnen betragen. Dann ist es immer noch problemlos möglich. Also wie gesagt, ich
ich hebe das Rad ja nur an einer Seite auf. Das Hauptgewicht wird weiterhin dann oder sogar noch mehr auf die anderen zwei Rädern, die gegenüberliegenden, verteilt werden, sodass ich hier mit 750 Kilo Hubkraft Autos bis zu 2 Tonnen Leergewicht, nicht zulässigen Gesamtgewicht, sondern Leergewicht, bequem und problemlos nach oben transportieren kann. Und das Ganze ohne jegliche Anstrengung. Und wir sehen, das Kabel ist lang genug. Das reicht durch die Tür zum Zigarettenanzünder, zur 12-Volt-Steckdose. Das Einzige, was Sie hier bedenken müssen oder beachten müssen, ist, dass Sie die Zündung anlassen, weil die meisten 12-Volt-Steckdosen natürlich nur funktionieren, wenn auch die Zündung eingeschaltet ist. Ach, guck mal, Diana hatte wohl auch eine kleine Panne. Mhm. Naja, da hat sie jetzt nicht erst irgendjemand angerufen, hat sie sich gedacht, Mensch, das kriege ich doch locker mal alleine hin. Und das schauen wir uns auch hier nochmal an, wie einfach das jetzt funktioniert. Wie gesagt, der Anschluss über den 12-Volt-Zigarettenanzünder und dann geht es los. Übrigens blenden wir hier unten auch nochmal ganz viele positive Kundenstimmen ein. Alles wie Mann, Frau bei einem Wagenheber, Funktion erwartet, sehr praktisch und natürlich unkompliziert. Das finde ich so wichtig, ne? Dass es unkompliziert ist, dass man da nicht erst noch 1000 Sachen beachten muss. Also ganz einfach von der Handhabung hier selbst gemacht. 66 Euro. Jetzt bestellen entweder unseren hydraulischen Wagenheber oder natürlich noch einfacher, noch unkomplizierter mit dem elektrischen Wagenheber. Und schau mal, hier sehen wir die Verstärkung. Ja. Genau nur dort an dieser Stelle, wo verstärkt ist, da solltest du natürlich den Wagenheber ansetzen. Das ist das Einzige, was ich beachten muss. Aber ich denke, da kann man eigentlich nichts falsch machen, wenn man mindestens einmal drauf hingewiesen wurde. Und das haben wir ja jetzt hiermit gemacht. Und dann ist es wirklich ein Kinderspiel. Oh, vorbildlich sogar. Ja. Mit Handschuhen und jetzt haben wir noch das Wagenkreuz, einfach aufmachen und so wird Räderwechsel hier also wirklich auch zum Kinderspiel. Sie sehen, es ist ohne fremde Hilfe, ohne die gelben Engel oder ohne teure Werkstatt hier möglich. Vorausgesetzt, ich habe ein Ersatzrad im Auto, aber das haben ja viele noch. Oder dann natürlich jetzt hier O bis O, Winterreifen drauf machen, dran denken. Ja, kommt ja bald der Oktober, der ist gar nicht mehr so weit und dann braucht man sowieso den Wagenheber. Ja, also viele haben ja sowieso ihre Reifen zu Hause, ne? Direkt im Keller irgendwo gelagert. Und dann ist es doch auch schön, spart man ja auch nur Geld. Das Einlagern kostet ja eine Werkstatt auch wieder Geld. Ja, warum mehr Geld ausgeben, wenn es auch weniger geht? Jetzt zuschlagen mit der NX 5576 und der 569 für 66,41 €. Man hätte jetzt eigentlich mal mitzählen müssen, wie schnell das ging, ne? Also der Reifenwechsel wirklich sehr unkompliziert. Ja, natürlich war der Film ein bisschen schneller. Wir haben gesehen, sie hat jeweils nur eine Schraube auf- und zugedreht. Aber wie man Schrauben aufdreht, ich denke, das wissen Sie selber. So, jetzt schauen wir uns die zwei Wagenheber nochmal an. Unser hydraulischen hier TÜV-geprüfte Sicherheit mit einer Hubkraft von bis zu 6 Tonnen. Also auch wirklich für Kombis, für SUVs und für schwerere Fahrzeuge bestens geeignet. Mit einer Hubhöhe von bis zu 38 Zentimetern und ganz, ganz wenig Kraftaufwand. Also wirklich eine hervorragende Alternative. Alternative zu diesen, ich sage jetzt immer so wackeligen Kurbelwagenhebern. Genau, hierfür die Bestellnummer die NX 5777 und die 569 für 16,06 €. Alles, was Sie dafür brauchen, wird Ihnen in diesem kleinen Koffer mitgeliefert. Sie haben es gerade gesehen, die Stangen, die schiebt man, also die Hebelstangen werden einfach nur zusammengesteckt, die sind zweiteilig. Ja, und dann kommt das Ganze einfach noch an die Hebelöffnung und dann pumpt man das Auto in die Höhe. Oder Sie sagen, ich will gar nichts mehr machen, das soll alles elektrisch funktionieren, hätten wir noch eine zweite Möglichkeit. Dann muss ich einfach nur auf diese Knopf drücken, auf diese Knöpfe, entweder hoch oder runter, genau die Pfeilrichtung, die ich hier habe. Das Ganze wird angeschlossen an die 12-Volt-Steckdose und schon habe ich eine Hubkraft von bis zu 750 Kilo. Das heißt, das ist geeignet für Fahrzeuge mit einem Leergewicht von bis zu 2 Tonnen. Auch hier problemlos von Mann für Mann und Frau zu bedienen. Schöner Koffer, auch hier wieder zum Aufbereiten. Nochmal bei beiden Wagenheber einen extrem stabilen und großen Standfuß, so wie ich mir das vorstelle, damit es keine wackelige Sache wird, sondern damit es was ganz, ganz Leichtes wird, die Räder zu wechseln, ob im Pannenfall oder beim regulären Räderwechsel von Sommerreifen auf Winterreifen.
Kosten? Normalerweise kostet dieser elektrische Wagenheber 130 Euro. Das ist die UVP des Herstellers. Wenn Sie jetzt allerdings bestellen, bezahlen Sie dafür 66,41 Euro. Das ist der TV-Sonderpreis. Und Sie wissen ja, der ist immer nur 2 Stunden gültig. Deswegen heißt es jetzt schnell sein, egal für welches Produkt Sie sich entscheiden. Jetzt und natürlich die nächsten 2 Stunden. Die Bestellnummer für unseren elektrischen Wagenheber, den Sie hier gerade noch mal sehen, das ist die NX5576 und die 569. Guck mal hier, unser Jakob, der freut sich da auch, ne? Ja, auch wir Männer freuen uns, wenn es ein bisschen einfacher geht. Die Damenwelt wird es noch mehr freuen. Sie müssen nicht immer Hilfe rufen, Papa, komm mal oder so. Ich denke, das kriegt jeder selber hin. Wie gesagt, kinderleicht mit beiden Wagenhebern. Hier noch ein klein wenig Handarbeit, natürlich durch das Drücken, aber das ist verschwindend einfach. Und die Hubkraft von 6 Tonnen ist hier natürlich enorm. Oder dann nur noch aufs Knöpfchen drücken, ganz egal. Hiermit wird Räder wechseln zum Kinderspiel.